Liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Uncharted 4. Wir sind im Rossi-Anwesen und müssen anscheinend irgendwie versuchen, den Strom abzuschalten. Wie das genau geht, wissen wir noch nicht. Wir sind hier unten mit dem Samuel in den Katakomben von dem Anwesen. Ja, und ich folge ihm einfach mal. Mal schauen, was uns hier erwartet. Okay. Da gibt's was zu machen. Ah. Das ist hier das Security-Anwesen vom Anwesen der Rossis. Okay. Geht nicht auf, hm? Was müssen wir machen? Was sieht der Sam? Lüftung oder was ist das? Können wir da rauf? Nö. Kommt da noch ein Spruch? Wegbechern könntest du hier sehr gut. Ah, hier ist was zu machen. Was haben wir da? Ein Riesenfass? Okay. Sag ich doch. Das machen wir auch gleich. Na bitte. Noch mehr Wein. Okay. Keine Ahnung, was zu tun ist. Gehen wir da mal rein. Sind wir irgendwo hoch? Nee. Sackgasse. Bleibt er mit seinem Licht, der Otto? Okay. Ah, oh, echt ätzend, man sieht nichts. Okay. Der Zugang hinter den Fässern, da muss er eigentlich wegschieben, oder? Oh oh, ist das ein Hinweis, dass ich mich zu blöd anstelle? Nö, da komme ich durch, das wäre gerade eben noch nicht gegangen. Da passiert nichts. Das ist das nächste Fass. Okay, was soll ich machen? Vorschieben, zurückschieben? Ich habe keine Ahnung. Aha. Okay. Und jetzt können wir irgendwo da entlang. Ah, okay. Also, ich weiß auch nicht, was ich hier mache. Aber es funktioniert. Lüftung. Okay. Was zum Draufklettern suchen wir? Und Fass ist doch gut. Kann man da was nehmen? Oh man, das nervt mit dem Licht. Hinweis. Okay. Okay. Was meint er mit Hinweis? Dass wir da rein müssen, oder wie? Okay. Alles klar, das ist doch gemade Wiesen, wie man bei uns da oben sagt. Und jetzt? Doch nicht, doch. Alles klar, das funktioniert doch hier sehr schön. Ab durch die Lüftung. Und schauen, was uns erwartet. Kann man da gucken? Ist da noch...
Wir klettern in Richtung Elektroraum. Durch die Lüftung. Ist der Bruder noch da? Ja. Da sehen wir wieder die Italiener. Oh, schlechte Stimmung bei den Burschen. Beschweren sich. Dabei haben wir die dreckige Arbeit. Wir rennen in der Lüftung rum. Wo lang? In diesem Kreis gegangen. Nein. Zack, weg damit. Geht nicht. Doch, oder? Hinter dir? Ah. Falsch gelaufen, oder wie? Ja, und jetzt? Hallo? Hallo? Was soll ich machen? Bin ein bisschen verwirrt. Aha. Es geht nach oben wahrscheinlich, oder? Ja, der Bruder ist schon oben. Der Bruder hat schon was entdeckt. Lass mal gucken, was sehen wir da? Ah ja, Fußball läuft. Gut, ist doch nicht der Elektroraum. Aber wir werden da bestimmt noch ankommen. Erstmal warten angesagt und es geht weiter. Hey, guck mal da. Hast du das Gebäude mit dem Funkturm? Mobilfunk, weißt du? Was? Das ist der Maschinenraum. Maschinenraum müssen wir in Maschinenraum. Okay. Hinweis. Sehr gut. Ja, es geht knackig weiter. So, also mal oben. Ist hier richtig cool wieder. Aber wir haben nur noch die Keycard, oder? Das bringt hier anscheinend nichts. Okay. Achtung, Leute. Beherzter Sprung auf die Leiter. Hier passiert gleich was. Stürz mal ab, oder? Aha. Oh oh. Nicht so hart mit den Zivilisten, Sam. Er wird mit Ruhm in die Unterwäsche aufwachen. Ist uns auch schon passiert, stimmt? Stimmt, stimmt. So, weg mit ihm. Leg schon los. Okay, wir sind oben. Ab in den Maschinenraum. Ja, wo ist der Maschinenraum? Bei dem Mobilfunkturm, da oben. Heutzutage angesagt. Ich weiß gerade nicht, wo lang. Aber es gibt bestimmt was zu klettern. Sam? Sally? Ist das zum Klettern da gemacht, da hinten? Die Dinger schauen doch fast so aus, dass man da... Ich bin mir unsicher, Leute. Ich bin mir unsicher. Wo geht's weiter? Ich probier's einfach mal. Das war nix. Das war absolut nix. Der Sprung ging ins Leere.
Neuer Versuch. Ab in den Maschinenraum. Ah, okay, vielleicht hier. Ich da nicht? Komme ich da irgendwo rauf? Sam, bist du da? Sam? Wir müssen wahrscheinlich von dem Pavillon auf den. Ja, und dann weiß ich es immer noch nicht. Oder? Nö. Ich nehme alles zurück. Wahrscheinlich von hier nach oben oder zur Seite, genau. Okay. Können wir auch innen drin weiter hopsen? Da geht es nicht weiter, genau. Hier entlang. Ach, okay, wieder raus. Können wir da was machen? Ich lasse mich mal da ein Stück runter. Okay. Ja, sehr schön klappt es. Weiter nach oben. Okay, und wo lang? Okay. Wahrscheinlich eher doch wieder zurück. Geht es noch? Jawohl, haben wir es geschafft. Und was zeigt er uns an? Die Tür? Die Tür müssen wir nehmen. Okay. Jetzt sind wir da wieder, genau, bei den Pavillons. Also, Sprung 1. Sprung 2. Und dann können wir hier uns hochhangeln. Ja, da bin ich ja also wirklich umsonst einmal in den Tod gestürzt. Und da können wir das, nee, ohne Seil, da können wir uns einfach so mit Schwingen weiterhelfen. Drücken und Leute, gut festhalten. Ui, 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 ui. Das wird nix. Das war klar. Aha. Sally flirtet mit dieser mysteriösen Nadine. Und was war mit dem Pferd? Naja, zum Glück hat er noch mehr. Aha. Sally hat sich unter die Belegschaft gemischt. Hey, wann lernst du nicht endlich deinen Partner kennen? Okay. Nein, ich bin natürlich ganz alleine solo unterwegs. Drake ist raus. Oh, wie? Tot raus? Oh nein, eher im Ruhestand. Ja, das letzte, was ich gehört habe, hat geheiratet. Na, dann wäre er tot auch nicht schlechter dran. Victor Sullivan! Verdammt, wie geht's dir? Ray! Wie lange ist das her? 10 Jahre? 12? 15. Unglaublich. Nach so vielen Jahren stehen wir hier und zanken uns noch immer um den Schrott von Toten. Ist das so? Führst du nicht das Geschäft deiner Eltern? Mein Geschäft inzwischen. So verdiene ich meine Brötchen. Na ja, das sind aber eine Menge Brötchen. Du könntest sie wahrscheinlich dann nicht mehr Optionsstücke heute abreißen. Ja, sicher. Aber was würde mir das bringen? Mich interessieren inzwischen nur die guten Sachen, die sich lohnen. Irgendein Tipp, was ich mir heute gönnen sollte? Ja, als ob ich gegen ihn wiegen würde. Aber, nur so unter uns, ich habe bemerkt, dass die Reihenfolge geändert wurde. Ich glaube, jemand versucht, die Auktion zu manipulieren. Tja, du weißt doch, wo wir hier sind. Diese Leute sind nicht durch Fairness reich geworden. Weshalb man an so einem Ort immer jemanden an seiner Seite halten sollte. Ich sag's ja nur ungern. Aber du arbeitest für eine Amerikaner. Mit. Wir beide sind Partner. Verstehe. Das nenn ich mal ein Power Duel. In wenigen Minuten beginnt die Versteigerung unseres nächsten Stückes. Ein interessiertes Holz kommt auf den Kopf nachladen. Ja. Ich will mal nicht länger stören. Euch noch einen schönen Abend. Moment noch, so. Wie hast du davon erfahren? Wovon? Was genau meinst du denn, Ray?
eine Idee. Ich glaube, dein Partner hier hatte zu viele blanke Männer. Lass den Scheiß weitermachen. Ich weiß nicht, wie du hier reingekommen bist, aber wenn du vorhast, auf Averys Kunst zu bieten, kann ich dir sagen, wie du hier wieder rauskommst. In einem scheißreichen Sack. Na, aufgeheizte Stimmung im Auktionsraum. Verdammt, Junge, wo zum Teufel steckst du? Ach, sind wir nicht gerade abgestürzt? Nein, Nate doch nicht. Was ist zu tun? Und jetzt? Ah, okay, alles klar. Oh, was mache ich denn? Verdammte Axt. Hier. Ich weiß gerade nicht, wohin. Ah, doch, alles klar. Wir hangeln uns von... Was ist sich Stange zu Stange? Heps. Heps. Und dann... Ist ganz schön hoch hier. Oh. Ich habe einen falschen Knopf gedrückt. So, ich probiere es nochmal. Und hep. Und tap. So. Jetzt hat. Siehste, das hat geklappt. Wo lang? Wo lang geht's? Ich weiß nicht, wo lang. Seit ich da abgestürzt bin, habe ich ein bisschen die Orientierung verloren. Ist das darauf, oder? Was ist dieser Maschinenraum? Ist der da oben? Achtung. Entschuldigung. Da muss ich gerade eine Runde niesen. So. So, darauf. Ah, jetzt haben wir wieder einen Weg. Sehr gut. Oh, nochmal. Verdammt. Okay. Ich weiß gerade nicht, Leute, eine Sekunde, wo, da hoch, oder? Geht nicht. Oh, so macht er das. Wie so ein kleiner Affe macht es hier, der Nate. Oh. Oh, wir sind oben im Maschinenraum. Müssen wir dann nur noch den Strom abschalten. Da sehe ich aber schon so einen italienischen Rotzlöffel, der uns garantiert die Tour vermasseln wird. Da sind sogar zwei. Unten links und oben rechts. Ja, sehr cool, liebe Leute. Ich schlage vor, wie das hier in dem Maschinenraum weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Also am besten gleich weiterklicken. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da und gleich die nächste Folge reinziehen. Bis gleich, ciao, freut mich.